Zusi 3, den Zugsimulator. Wir fahren heute Regional Express von Überleitstelle Eiderbrücke nach Westerland auf Sylt. Wollen wir sagen, Abfahrt. Wir fahren Baureihe 245. Führerstand ist noch von der Baureihe 246, aber wir hoffen, dass da noch was folgt. Und ja, wir fahren RE6, wo wir der Zug nochmal RE11016, Zuglänge 311 Meter, 169 Bremshundertstel, 612 Tonnen, 150 km/h, hohes Geschwindigkeit und Tüchli-System TAF, also technisch basiertes Abfertigungsverfahren. RE6 nach Westerland auf Sylt über Husum, Bredstedt, Langenhorn. Nächste Station, Friedrichstadt. Danke. Ansagen haben wir auch. Oh. Weiter beschleunigen will ich jetzt mal nicht. Hier vorne kommt Überleitstelle. Nicht Überleitstelle. Hier vorne kommt die Eiderbrücke. Und, da ist eine Langsamfahrstelle auf 70 drauf. Ja, wir fahren mit Married Pair Wagen, hier sieht man es recht schön. Zwei Einheiten zusammengekuppelt, also wir haben auch zwei 245er im Verband. Deswegen ist der Zug auch so lang. Und ja, wir fahren durch bis Westerland auf Sylt. Letztes Mal sind wir in der City gefahren, bis Lenzhallig, weiter war die Strecke noch nicht. Jetzt fahren wir weiter über den Hindenburgdamm bis nach Westerland. Wollen wir überlegen, ob ich Sylt Shuttle nehme. Wäre ja der Autozug, aber den können wir von mir aus mal in die Gegenrichtung fahren. Dann haben wir nochmal eine Folge mehr zum zeigen. Ah, und die Lok hier, die fährt sich irgendwie so komplett anders zu anderen Loks, finde ich. Allein schon dadurch, dass sie hier auch diese Stufen hat. Das ist ja noch nicht mal so eine wirkliche Auf-Abschaltung. Aber ja, doch schon so ein bisschen. Man gibt ja hier ja schon Leistung mit, die fahren soll. Nächste Station, Friedrichstadt. Ausstieg links und rechts. Holen wir uns mal Bremsleistung. Ah, ein bisschen viel sogar. So arg bremsen wollte ich jetzt nicht. Aber muss man ein bisschen üben hier auf der Lok, das ist anders. Unser Zug ist lang, der muss ja auch noch ganz rein. Was natürlich mies ist, wenn man hier vorne am Signal Zwangsbremsung kassiert und Susi einem dann direkt den Fahrgastwechsel rein spammt. Obwohl man den eigentlich noch gar nicht freigegeben hat. Ausstieg heute abweichend in Fahrtrichtung links. Das heißt abweichend. Ich wusste gar nicht, dass man hier noch woanders aussteigen kann. Oh, wir sind durchgezogen. Türen auf. Ja, steht hoffentlich der ganze Zug drin. Boah, ziemlich genau sogar. Passt. Ah, Westerland auf Sylt. Steht hier sogar drin. Ah, das ist eine Standardtextur. Die steht ja immer drin. Ehemals NOW-Wagen, mittlerweile Deutsche Bahn. Married Pair. Dann warten wir mal auf die Fertigmeldung. Abfahrt ist ja eigentlich um 19 nach. Wir sind aber nicht ganz pünktlich angekommen. Daher kann das durchaus auch mal dauern. Friedrichstadt. Elektronischen Buchfahrplan habt ihr auch. Habe ich eingeblendet.
Und ich persönlich freue mich schon auf die Zusi Display Integration. Das ist ja auch ein Plan. Dass Zusi Display, also das, worüber man auch den Buchfahrplan hier laufen hat, dann in die Führerstände hier im Spiel an sich integriert werden soll. Da freue ich mich drauf, weil naja, die Zusi Display Führer Anzeigen, die sind halt schon besser. Ist auch nicht das Problem, Zusi Display wird ja eh mitverkauft. Das ist ja eh sowieso dabei, wenn man sich das Spiel hier gönnt. Da kann man es auch gleich integrieren. Langsam also könnte aber mal eine Fertigmeldung geben, der Herr Zugchef. Beziehungsweise, wenn man keinen Zugchef überzu, ist das ja hier so liebevoll simuliert. Wir müssen warten, bis das grüne rote Minigun da oben weg ist. Da steigt doch keiner mehr ein. Friedrichstadt, Ausstieg links. RE6 nach Westerland auf Sylt über Husum, Bredstedt, ja, Langenhorn. Ah, sieh mal an. Kriegt eine Abfahrt, aber die Bremsen sind noch nicht los. Jetzt Abfahrt. Ja. Warum willst du nicht? Jetzt macht er. Abfahrt. Signal. Bei vorm Signal hier sieht man das schlecht. RE6 nach Westerland auf Sylt über Bredstedt, Langenhorn, Niebel. Nächste Station Husum. Na, freigegeben sind wir auf 120. Da war ein schöner Bahnübergang. Und ja, was auffallend ist, die 245er sind schon leistungsstärker zu den 218ern. Also, man kommt hiermit schon wesentlich besser vom Fleck. Ich habe ja einen direkten Vergleich. Ich bin ja hier auf der Marschbahn auch schon mal 218er gefahren im Fahrplan. Mit denen hier. Ja, ich fahre schon lieber. Auch wenn die 218 eigentlich mag, die hier kommt schon schöner vom Fleck. Wobei ich wiederum finde, die 218er Bremsen angenehmer. Könnte aber auch nur daran liegen, dass ich dieses Bremssystem von den Kisten ja einfach noch nicht so wirklich gewöhnt bin. Ich bin jetzt einmal gefahren
um das ganze Ding zu testen. Das war, weil es mich interessiert hat, Intercity-Zugpaar. Das so in der Gegenrichtung. Mal 18, um den Sprengabschnitt zu testen, und einmal nochmal Regionalexpress. Auch den hier, aber auch nochmal in der Gegenrichtung und nur bis Niebüll. Husum, Streckenkilometer 158,3. 7 Kilometer noch. Ach, da sehe ich schon was gehen. Ah, wird grün. Sehr schön. Ah, Zusi, Fahrdienstleiter uns noch Fahrt gegeben. Wir stehen ja teilweise auch. Das finde ich eigentlich schön. Lichtsignal und Formsignal gemischt. Das mich jetzt mal interessiert bei den Dieselloks. Ist das energiesparende Fahren dann eigentlich genauso wie bei Elektroloks? Ich meine, gut, die hier ist dieselelektrisch, das ist wahrscheinlich nochmal was anderes, aber jetzt noch bei so reinen Dieselloks, wie die 218er ja, glaube ich, eine ist, dann müsste eigentlich eine reine Diesellok sein. Ist es da eigentlich auch energiesparende Leistung abzuschalten oder eher mit Halbgas zu fahren? Siefer. Ah, der Onkel von der Siefer will bestätigt sein. Siefer, Siefer. Ah, sehe ich aber noch. Herrn, gelben Signal. Bremsen wir schon mal an hier. Das ist jetzt, glaube ich, rein elektrische Bremse. Auf 4 Bar. Wir müssen das Bremsen mit der Kiste üben. Ja. Ja, wieder hier. Dann bremst er aber schon gleich ziemlich stark. Das ist schon besser als es mal war. Hier in Husum ist er einfach 60. Und da sind wir gerade. Oder juckeln wir mal rein nach Husum. Oder bestätige jedes Vorsignal. Oh. Der nächste ist Haltzeigende, aber das ist das schon das Bahnsteigsignal. Lustig, dass er für die PCB eine Schnarre hat, aber für die SIFA eine Sprachausgabe. SIFA. Displays hier, das ist glaube ich sogar von der 146er genommen. Nächste Station, Husum. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Aus
Aufstiegsseite wählen finde ich bei dem jetzt nicht. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Steht ja auf rechts. Okay. Husum, Ausstieg rechts. RE6 nach Westerland auf Sylt über Briedstedt, Langenhorn, Niebel. Ja, man kam hier an. 30, oh, wird es vielleicht um 32 oder 33 weitergehen. Signal ist grün, beziehungsweise gelb. Ein Türschließen ist hier. Bremse raus. Eigentlich schon vorher wieder auslösen können. Naja, Bremszylinderdruck sinkt. Klingt nach Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Oh, Ausfahrt 40. Bis nach den anschließenden Weichenbereich, also Kilometer 159,4, sieht man diesen Y mit den 2 Strichen. Und da sind wir über die 40 gekommen. Ah ja. Kann auch passieren. Jetzt halt die Fresse. Oh, der Flyleitung wieder belüften. Ja, sind wir ja weit gekommen. Oh, fahren wir weiter. RE6 nach Westerland auf Sylt über Langenhorn, Niebel, Klangsbüll. Nächste Station Briedstedt. Hier ist ein Seenotkreuzer. Was macht ihr dann hier? Spanibang? Hans Öhm, was heißt die Geste? Erster Halt ist Briedstedt. Was ist das eigentlich für ein Bahnhof? Husum Nord oder was? Da habe ich mal im Fahrplan gelesen, dass es so einen Bahnhof gibt. Kann ja durchaus sein, dass hier was abfährt. Gütermäßig. Wenn sie ein paar Stückgüter verladen, warum nicht? Ah, 159 Punkt.
7 können wir wieder weiter. Beschleunigen mal hoch, weil bis wir die 14 wieder erreicht haben, sind wir da unterbar. Jetzt kommen wir auf 90 hoch. Der 20 und da kommt die 218 in der Doppeltraktion mit dem IC entgegen. Von 61,5 haben wir auch bis 140er Zone. Kann ich eigentlich gerade auf durchbeschleunigen lassen. Wir strecken Kilometer 164. Und 4, dann wird wieder auf 120 verlangsamt. Interessieren, ob der jetzt auf rechts steht von der Türfreigabe. Ups. Ah, jetzt übersehen. Ach, Geschwindigkeitsprüfer abschneiden. Na, oh, da haben wir mal wieder eine Zwangsbremse. Auf der Strecke kriege ich irgendwie immer mal ein paar. Oh, aber Party ist leider auch mal wieder erklärt, weiter geht's. Ah, GBA steht, weil die von 120 sind und gleich hier schon 110 angekündigt werden. Aber wurde halt geprüft, ob man ausreichend gebremst hat. Allerdings hatte ich vor, ein bisschen später zu bremsen und hab den vergessen. Also hättest du auf, ich glaube, 130 sein müssen. Und wir waren ein bisschen drüber. Schneide ich mal auf 110 hoch.
überall eine Ausweichstelle. Hier ist die Marschbahn ja eingleisig. Siefer. Na, jetzt können wir Gas geben. Hier durch die nordfriesische Marsch ist das, glaube ich. Oder? Ist das so, wer nach müsste? Nächster Halt ist Bredstedt. Ah, noch ein paar Kilometer her. Hier ist eine zurückgebaute Weiche. Hier ist tatsächlich gerade. Hier war sogar mal ein Bahnhof. Signale stehen da auch noch. Streckenkilometer. Sind wir bald schon, schon fast drüben. Auf dem neuen Streckenabschnitt. Das ist ja noch mal ein ganzes Stück, was dazu kam. Es klingt noch gar nicht so viel, aber es ist wirklich noch ein Stück. Wir sind jetzt bei einer Gesamtstreckenlänge von, ich glaube, 92,7 Kilometer. Und die fahren wir gerade alle. Da sind die 100 angekündigt. Oh, 100 brauchst du nicht bestätigen. Alles unter 90. Beziehungsweise 90. Ah, die 100, die schaffen wir. Mit dieser elektrischen Bremse, nenne ich sie jetzt mal. Nächste Station, Bredstedt. Ausstieg in Fahrtrichtung links.
Wollen wir mal rein. Aufstieg in Fahrtrichtung links. Dann passt's ja. Oh, nur mal die Bremse dazu nehmen. So. Briedstedt, Ausstieg links. RE6 nach Westerland auf Sylt über Langenhorn, Niebel, Klangsbüll. Niebel, Klangsbüll. Danach kommt noch Morsum. Oder? Kann man ja mal gucken hier. Zug. Upsala. Halte. Morsum Kaidum. Ah, zurück aufs Grundbild. Plan. Passt da gerade nicht, da muss ich jetzt gleich erstmal wieder aktualisieren, weil ich jetzt auf Grund zurückgegangen bin. Wir können abfahren. Nächster Halt ist der Niebel. Jetzt hat er sich aktualisiert. RE6 nach Westerland auf Sylt über Niebel, Klangsbüll, Morsum. Nächste Station Langenhorn. Eine Langenhorn ist eine Station, das ist ein Blocksignal. Oder? Ne, ist ein Haltepunkt. Puh. Also aufpassen. 184.3. Na, das ist einer, da kann ich mir gut vorstellen. Irgendwann, wenn ich mal nicht aufpasse, knall ich damit 140 vorbei. Vermuten, das kriegt man einen Ausstieg rechts. Ich weiß es noch nicht. Sifa. Wunder, dass er kein... Das müsste er noch tun. Also ich mache mir schon Gedanken, dass sie noch was hat. Sie sagt nämlich nie Störung. Irgendwas stimmt nicht.
Was für eine große Straße. Na egal. Ach, da kommt Sylt Shuttle Plus. Das ist auch ein geiles Konzept. Ja. Einfach mal so ein 628er an Sylt Shuttle dranhängen und das als super duper neuen Zug verkaufen. Nächste Station, Langenhorn. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ups. Ja, direkt auf Zwangsbremsung schaltet, war jetzt nicht das Ziel. Boah, löst sich raus. Ich hab noch nie so weit angezogen, den Hebel. War aber Zwangsbremsung, da habe ich ihn durchgezückt. Okay, aber der hat hier irgendwie zwei, wo gar nichts passiert. Aber Löserstellung wahrscheinlich rauslösen. Sifa. Langenhorn, Ausstieg rechts. RE6 nach Westerland auf Sylt über Niebel, Klangsbüll, Morsum. Ja, passt hier gar nicht rein. Na doch, hätte eine Stunde weiter vorfahren können. Sifa Zwangsbremsung. Warum sie war Zwangsbremse und der bewegt sich da überhaupt nicht? Sie war Zwangsbremse, ja. Abfahrt. Türen sind so. Abfahrt. Das ist ein ZB9. Wundert mich, wenn so ein Kaffbahnhof einen Zug fertig melde hat. Beziehungsweise Abfahrtssignal. Wobei ich ja gelesen habe, dass DB Fernverkehr die ZB9 auch nicht mehr einsetzt. RE6 nach Westerland auf Sylt über Klangsbüll, Morsum, Keitum. Nächste Station Niebel. Das ist aber der nächste Halt, Niebel. Fahren wir schon durch. Zwei 45er. Ja, alles stark hier. Auf der Strecke hast du eigentlich kaum Steigung. Ganz bisschen. Hier ist noch die Strecke zweigleisig.
sie mal im Emulator. Hier an dem Pfeil. Und einen Strich da neben der Hauptstreh. Wenn wir hier da Schlendinger rausnehmen, ist das immer noch zu schnell. Hundertzwanzig. Diesmal lassen wir uns vom GPA nicht wieder erwischen. Ja. Hier ist er nämlich. Ah, wir sind zu viel gebremst. Hört mal den Diesel arbeiten. Jetzt geht es um eine Kurve rum. Und gerade schon wieder durchbeschleunigen auf 140. Ja, wirst du wohl mit Nibel. Ich glaube, Nibel haben wir wieder Ausstieg links. Ah, hier sieht man wieder ein bisschen Steigung haben wir hier. Über dieses Brückenkanal-ähnliche Gerät. Ah, wieder 120er Ankündigung. Passt. Wir waren schon wieder viel zu viel. Ich habe einfach keinen Bock, dass wir hier wieder eine Zwangsbremse geknallt kriegen. So, Nibel, da haben es gleich erreicht und da vorne sieht man den Talich, das Beginn des neuen Streckenabschnitts. Also, wir haben noch die alte Morsum, Keidum, Westerland und Klangsbühl. Das sieht nach einem langsamen Pfad aus. Oh, wir haben so viel Bremsleistung. Nee, das ist roter. Ups.
War mal hier stehen. Noch 1:40. Das zeigt da aber komisch an. Lichtsignal. Ach, jetzt dreht er sich um. Ich halt trotzdem mal lieber die Befehlstaste gedrückt. Wer weiß denn. Steht der RDC oder Zug? Das rollen wir ja bestimmt nicht so ganz, aber das schon. Nächste Station, Niebel. Umsteigemöglichkeit zum Regional- und Fernverkehr. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Mal raus von unser Gegenzug. Der fährt kürzer. Sifa. Herz. Du hast mir 500 Hertz gegeben. Aha. Stehen bleiben. Niebel, Ausstieg links. RE6 nach Westerland auf Sylt über Klangsbüll, Morsum, Keitum. So. Möchte dir jetzt wirklich Ersatzsignal? Auch mal passieren. Ausfahrt auf Ersatzsignal. Aber vielleicht stellt er sich ja noch um. Machen wir noch kurz bis zur Abfahrt. Ah, 500 Hertz. Schön. Maximalgeschwindigkeit 20. Das macht Spaß. Abfahrt. Upp, Ausfahrt auf Ersatzsignal. Na dann. Wollen wir mal. Also Ausfahrt 40. Hier haben wir das Autoterminal da vorne, da kommt ein Sylt Shuttle, ist das da? RE6 nach Westerland auf Sylt über Morsum und Keitum. Nächste Station Klangsbüll.
Nähsaal des Klangsbühl. Müssen wir mittlerweile mal über ein AWB drüber sein. Können wir wieder hochbeschleunigen. So. Der nächste Halt ist Klangsbühl. Dann nehmen wir gleich auf die 100 auf. Hinter Klangsbühl geht es dann schon auf den Hindenburgdamm. Das wird natürlich auch nochmal schön. Über die Nordsee. Und der Abschnitt hier, der ist ja noch aus alten Zusifahrplänen bekannt. Erster Blenshallig ist neu. So, was ist ein Klangsbühl-Aufstieg? Das weiß ich noch nicht mal. Weil das gar nicht so einfach zu finden. Da war ich noch nie. Keine Ahnung, wo man da aufsteigen kann. Vorsignal ist grün. Und da vorne ist Infrasignal Lehnshallig. Da steht auch schon einer. Mal sehen, wer da auf uns wartet. Durch die 3 Minuten Verspätung wartet er auch ein bisschen länger, als er eigentlich müsste. Wir haben hier hier ein bisschen schnell. Hier wartet das Sylt-Shuttle auf uns. Oh, freie Fahrt. Dann können wir weiter. Der wartet hier mit seinem Autozug. Hinten dran auch. Ah, Sylt-Shuttle Plus hängt auch dran, jawohl. Ja, das tolle Fahrplankonzept. 628er bis Bredstedt dran, aber wenn sie über den Autozug genug Geld machen durch die Mehrtrassen, die sie deswegen kriegen, ist es wirtschaftlich gesehen, auch wenn es lächerlich ist, gar nicht mal so doof. Dann zum Ab. Jetzt
schon im neuen Abschnitt. Willkommen. 206.4. Ups. Ja, noch gar nicht. Im Bereich, wo wir hochbeschleunigen sollten. Signale gemacht. Naja. Die 245 hat man nicht sogar auch eine AFB. In Realität, hier im Zusehen hat sie keine. Das ist aber auch nicht der 245er Führerstand. Und, naja. So. Wieder auf 100 hoch. Bunnybanks auch geschlossen. Gleich sind wir in Klangsbill. Dann kommt noch Morsum, Kaitum und dann ist Zimmer angekommen. Die Fahrt geht aber auch schon eine ganze Zeit. Wir sind ja schon über eine Stunde dran. Bald. Erstmal fahren wir dann Sylt Shuttle. Der ist ein bisschen kürzer. Der geht nur bis Nibel. Nächste Station, Klangsbüll. Aufstieg rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Kommt der Kamelzug. Was kann er? Oh, auf der Marschbahn haben sie Kamelzüge. Nett. Na, der muss hier nur auf mich warten. Das sind aber alte Doppelstoppzüge. Aber es sind nur Wagen. Weiß ich gar nicht, wo sie die abgezogen haben. Upsala. Wir müssen uns noch ein bisschen durchquetschen. Ah, 250 Meter. Wir sind noch ein bisschen länger als das. Zug da fahren. Stopp. Hör auf. Klangsbüll, Ausstieg rechts. RE6 nach Westerland auf Sylt über Morsum und Kaitum.
Und dann stehen wir in Klangsbühl. Oh, wir sind jetzt bei einer Stunde. Und weiter. Klangsbühl. Jetzt geht's auf den Hindenburgdamm. Zumindest allmählich. Noch ein kleines Stück ist es, aber dann sind wir auf der Nordsee. RE6 nach Westerland auf Sylt über Keitum. Nächste Station Morsum. Und Morsum ist schon auf Sylt. Sifa. Da stehen Windräder. Eins dreht sich nicht, das ist wohl kaputt. So rein gehen wir auf 140 km/h über den gesamten Hindenburgdamm. Gut, der Hindenburgdamm ist so eine, naja, größtenteils geradeaus Strecke. So, 13,4. Ist ja auch eine kleine Steigung drin, also man sieht, das geht hier schon hier Richtung Damm. Stehen noch ein paar Hochspannungsleitungen. Hängen auch Kabel dazwischen. Wunderschön. Hier wird abgespannt anscheinend. Jetzt biegen wir langsam ein. Man sieht schon, hier ist gar kein Berg mehr drin. Alles flach. Gucken, soweit die Zusi-Welt reicht. Das ist natürlich gestalterisch aufwendiger, aber vom Terraformen her ist es ja quasi nichts. Da brauchst du ja nur hier den Dampf von der Strecke im Grunde. Jetzt geht's raus. Jetzt auf den Hindenburgdamm, man sieht schon das Wasser der Nordsee. Und da kommt es immer näher. Jetzt von beiden Seiten Nordsee. Das ist ja keine Brücke hier, das ist ja wirklich ein aufgeschütteter Damm. Das Wasser ist hier getrennt. Das heißt, theoretisch ist Sylt ja gar keine Insel mehr. Es hat eine Landverbindung zum Festland.
Sifa. Hier ist eine Blockstelle, da sitzt aber keiner mehr. HDM, da steht für hinten durch irgendwas. Jedenfalls ist das hier Blockstelle auf dem Damm. Früher saß da mal ein Fahrdienstleiter, der das Signal hier bedient hat. So, jetzt sind wir gleich im Moor so. Auf die Insel. Jetzt geht's in die finale Kurve. Morsum ist bei 228.8. Wo sind wir da? 20. Ich brauche ein bisschen anders kommen. Da geht das Land schon wieder weiter. Und da bäumen sich schon die Bäume von Westerland, nicht Westerland, von Sylt auf. Ich fahre zurück nach Westerland. Über die ganze Insel. Ja, wobei, ganz ist es ja nicht. Westerland ist ja jetzt nicht direkt. Meine ich komplett ganz rüber. Die Insel ist ja eher länglich. Wir fahren quer. Was geben. Da steht wer auf der Brücke, der ist wohl am Trainspotten. Nächste Station, Morsum. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Bleibt da stehen. Ah ja. Morsum, Ausstieg rechts. RE6 nach Westerland auf Sylt über Keitum. Das sieht man auch schon. Westerland auf Sylt. Dann Sende.
ne, bei der Fahrt. Oh, wenn das hier noch nicht so ganz stimmt. Der Ebola hat mich jetzt irgendwie ein bisschen weit gesetzt. RE6 nach Westerland auf Sylt. Nächste Station Kaitum. Irgendwas spinnt ja gerade. Sifa. Oh, lass mal nochmal neu skalieren hier. Man weiß ja, dass man hier nur 100 dürft. Jetzt rennt er gerade durch. Jetzt sind wir auf der Insel. Da steht der alte Hänger. Oh, so. Das passt da wieder. Der elektronische Buchfahrplan. Hamburg, Altomar, Westerland auf Sylt. Sehe ich ja ein gelbes Vorsignal. Das heißt nichts Gutes. Sifa. Weil mich mit Seesickigkeit um Rotes. Sieht aber gelb aus. Und lassen wir einfach mal auf die Überwachungsgeschwindigkeit von 85 km/h. Nächste Station, Kaitum. Einfahrt 40. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Da sieht man jetzt nochmal den Zug. Ah, da ist nochmal Zug, dann der Steuerwagen, jetzt die andere 245. Wollen wir mal gucken hier. So, bleiben wir stehen.
Keitum. Ausstieg rechts. RE6 nach Westerland auf Sylt. Ach, Westerland. Da sind wir ja gleich. Wobei, das ist auch nochmal ein Stück. 33. Ne, es ist einfach nur Gejuckel. Ah, kommt der Gegenzug, der hat wohl auch Verspätung. Sieht sogar nach dem Intercity aus. Auf jeden Fall 218 auch von der dran. Komm mal her. Abfahrt. Abfahrt, Abfahrt, Abfahrt. Ausfahrt 40. RE6 nach Westerland auf Sylt. So, Zwischenhalt haben wir keine mehr. 133.8 ist anschließend Weichenbereich fertig. Und dann sind wir ja gleich da. 33.4. Jetzt kommt das Spiel. Nochmal auf 100 hoch. Für die 2 Kilometer. Oder zumindest mal so auf 80, 70. So, dadurch, dass wir jetzt hier beide ein bisschen spät waren in Mursum, haben wir die Verspätung wieder drin. Also, muss man auf einer Minute jetzt wieder runter. Verspätung reingefahren. Passt. Ah, es ist Westerland. Ja, 40. Kriegen wir. Hier stehen Sylt. Shuttle-Züge. Einfahrt Westerland auf Sylt. Endstation. Sifa. Sifa.
Dieser Zug endet in diesem Bahnhof und fährt anschließend in die Abstellung. Ein Aussteigen in der Abstellung ist nicht möglich. Bitte steigen Sie jetzt aus. Vielen Dank. Nächste Station, Westerland auf Sylt. Dieser Zug endet dort. Bitte alle aussteigen. Bitte denken Sie beim Aussteigen an Ihre Wertgegenstände. Ausstieg heute abweichend in Fahrtrichtung rechts. So, Einfahrt. Die Bewertung wird wahrscheinlich reine Katastrophe, alleine in den zwei Zwangsen. Aber egal. Wir stehen die Sylt-Shuttle. Da steht der Gegenzug. Westerland auf Sylt. Westerland auf Sylt. Ausstieg rechts. So. Dann würde ich sagen, sind wir angekommen. Westerland auf Sylt. Das ist unser Zug. Und, oh, hier ist die Autoverladung. Die können wir uns aber, wenn wir das Sylt-Shuttle fahren, nochmal genauer angucken. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.